Ihr dachtet, wir könnten nur Sprüche über Butter machen? Dann schaut mal her. Dies ist der Beginn einer Serie, die etwas, nein, die überhaupt keinen Sinn hat. Jede Folge ist ein anderer Gastredner bei mir. Aber egal, jetzt geht's los mit Folge 1 von Die verrücktesten Gesetze der Welt. Fangen wir mit den ganzen USA-Regeln an. Es wird jeweils das momentane Thema gesagt. Außerdem bekommt ihr auch den Staat an den Kopf geworfen. Thema heute. Es menschelt Männer und Frauen. Alabama. Es ist Männern verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Kirchenbesucher zum Lachen verleiten könnte. Arizona. In Tasken ist es Frauen per Verordnung verboten, Unterhosen zu tragen. Florida. Männern ist es in Miami verboten, sich in der Öffentlichkeit in einem Morgenmantel ohne Gürtel sehen zu lassen. Weibliche Singles und geschiedene oder verwitwete Frauen wird verboten, an einem Sonntag Fallschirm zu springen. Bei Verbot droht Geld- oder Gefängnisstrafe. Idaho. Wenn ein Mann seiner Angebeteten eine Pralinenschachtel überreicht, die weniger als 50 Pfund, das wären 25 Kilo, wiegt, ist das verboten. Illinois. Alle unverheirateten Frauen haben männliche Junggesellen mit Meister anzureden. Kalifornien. In L.A. darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen. Vorausgesetzt, der Riemen ist nicht breiter als 2 Inches. Das sind ca. 5 cm. Nutzt er einen breiteren Riemen, darf er das nur mit Erlaubnis seiner Ehefrau. Kansas. Hier wird die Misshandlung eines Mannes durch seine Schwiegermutter nicht als Scheidungsgrund anerkannt. Michigan. In Detroit ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frau an Sonntagen böse anzuschauen. Minnesota. Hier kann es passieren, dass Frauen für 30 Tage ins Gefängnis wandern, wenn sie öffentlich als Weihnachtsmann verkleidet auftreten. Missouri. In Saco ist es gesetzlich verboten, Hüte zu tragen, die ängstliche Personen, Kinder und Tiere erschrecken könnten. New Jersey. Während der Fischfangsaison ist es den Männern in diesem Bundesstaat untersagt, zu stricken.